Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Premium-Homebrew-Folge. Und bevor die Frage wieder aufkommt, was bedeutet genau Premium-Homebrew? Also das ist eine persönliche Unterteilung von mir. Und zwar nehme ich da Spiele, also Homebrew-Spiele, die irgendwie physisch erschienen sind. Und so unter anderem auch hier Black Castle, was mir der gute Entwickler selbst zur Verfügung gestellt hat und mir kostenlos zugeschickt hat. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass der Gute auch bei hier in der Community aktiv ist und das feiere ich natürlich stark ab. Ich habe das mal schon mal ganz kurz beleuchtet, als es noch nicht physisch irgendwie released wurde, um euch das vorzustellen. An sich ein sehr schönes Spiel, zeige ich euch gleich. Kurz die Information natürlich. Dieses Spiel könnt ihr als Modul momentan bei Ferrante Crafts für 22 € bestellen. Also nur das Modul. Irgendeine Option mit OVP gibt es leider nicht. Gab es mal von den Community Releases. Das war aber nur eine limitierte Auflage. Aber wenn ihr halt Bock habt, könnt ihr das natürlich auch da bei Ferrante Crafts bestellen. Den Laden habe ich euch ja schon mal so ein bisschen ja, vorgestellt, nicht, aber mal ein paar Produkte gezeigt. Finde ich sehr, sehr sympathisch, den Laden. Kommt aus den Niederlanden, das heißt, da habt ihr auch keine großen Zollgebühren oder ähnliches zu erwarten. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch nur das ROM auch auf der Seite runterladen. Habe ich euch natürlich alles in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Und wie gesagt, vielen Dank für das Zusenden. Wie immer ist die Cartridge so leicht transparent. Macht einen wirklich sehr hochwertigen, guten Eindruck, aber auf zum Spiel. Und da haben wir das gute Spiel, wie gesagt, entwickelt. Ihr seht es da oben vor 2 Jahren vom guten 7FH. Und das Spiel an sich ist ein ziemlich guter Action-Plattformer, der mich so ganz, ganz grob an Fortress of Fear erinnert. Wobei, ich glaube, eher so das Szenario, nicht unbedingt vom Gameplay her. Aber ihr werdet sehen, warum. Und zwar spielen wir diesen kleinen Ritter. Mit einer Taste könnt ihr springen. Und mit der anderen feuert ihr eure Waffe ab. Das heißt, das ist natürlich jetzt der große Unterschied zu Fortress of Fear. Und da kämpft ihr heute hier entsprechend durch. Ich muss sagen, ich habe das Spiel leider noch nicht komplett durchgespielt. Bin so ungefähr zur Hälfte gekommen. Es macht wirklich sehr viel Spaß, aber es wird halt später echt schwer. Und ich bin ja immer so ein bisschen Dulli, was schwere Spiele angeht. Wie ihr seht, könnt ihr verschiedene Waffen einsammeln. Die haben vor allen Dingen immer den Effekt, dass sie so ein anderes Wurfpattern haben, sage ich mal. Also so ein Wurfmuster. Hier mit der Axt seht ihr, kann man natürlich sehr gut Gegner töten, die irgendwie einen Höhenunterschied haben, also fliegende Gegner oder ähnliches. Habt natürlich so ein bisschen das Problem, wenn ihr auf derselben Ebene mit den Gegnern seid. Das, genau, das seht ihr hier. Das heißt, jede Waffe hat so im Prinzip seine Vor- und Nachteile. Na, mal gucken. So. Hier sind in dem Spiel sehr, sehr viele versteckte Sachen. Ne? Also ihr seht hier da oben, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Es ist öfter auch mal so, dass ihr irgendwelche Steine wegschießen müsst, um dann irgendwie ein Lebensherz zu bekommen oder ähnliches. Ihr seht, habt hier oben eine Lebensanzeige. Ich habe gerade auch ein Herz verloren. Ihr könnt natürlich Herzen einsammeln entsprechend. Allerdings, wenn die alle weg sind, ihr habt keine weiteren Leben. Dann ist rum. Und deswegen ist das Spiel auch schwer. Guck mal. Also ich. Da seht ihr, es sind überall kleine Geheimnisse versteckt. Das heißt, es ist wirklich ratsam, hier überall ja, mit euren Waffen zu spammen. Steuerung wunderbar, super knackig. Ihr habt keine Verzögerung oder ähnliches, was ich sehr cool finde. Insgesamt habt ihr übrigens 4 Welten mit insgesamt 4 Leveln, also insgesamt 16 Level entsprechend. Und natürlich am Ende jeder Welt ist natürlich ein Boss entsprechend. Ne? Es ist klar, kennt man. So viel zu den normalen Konventionen. Einziger vielleicht Knackpunkt, den ich vielleicht erwähnen möchte, ist der Sound. Also ihr hört, die Musik ist nicht schlecht. Oh, ist nicht schlecht, wiederholt sich aber natürlich dann auf Dauer, weil auch das Loop jetzt nicht unbedingt das längste an sich ist. Also es gibt natürlich Spiele mit wesentlich schlechteren Soundtracks, aber könnte eintönig werden, obwohl es wirklich sehr, ja, stimmig ist, würde ich sagen. Also das wäre so ein bisschen mein Kritikpunkt an dem Spiel. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch das Erstlingswerk des Guten. Das heißt, ne, in den
folgenden Spielen ist das alles auf jeden Fall besser geworden. Würde ich sowieso euch mal die itch.io-Seite von dem Guten irgendwie empfehlen. Er hat jetzt ja jetzt letztens G-Zero herausgebracht. Das habe ich auch mal in einer Gameboy Homebrew kurz angespielt, Folge gezeigt. Das ist so eine Art F-Zero für den Gameboy. Auch sehr, sehr cool umgesetzt auf jeden Fall. Ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie hieß die Firma nochmal? Bei der kanadischen, wo auch Pine Creek und sowas. Och, mir fällt der Name gar nicht ein. Es gibt ja mittlerweile so, so viele verschiedene Anbieter. Aber ist auch ein sehr empfehlenswertes Spiel. Oder Gunship, was ein sehr cooler Rail-Shooter ist. Also, der Gute hat wirklich sehr viel Spaß hier am Entwickeln und das ist natürlich wunderbar. Ne? Noch am Gameboy neue Spiele zu entwickeln. Ich würde es auch gerne können, aber ich bin jetzt spätestens was diese Grafik-Assets angeht, da bin ich nicht talentiert für. Und also deswegen immer Hut ab. Aber wie ihr seht, das Spiel spielt sich so ganz gut runter, sage ich mal. Ich will euch natürlich jetzt nicht zu viel zeigen, vor allem weil ich natürlich wahrscheinlich auch jetzt so dulli bin. Also ich muss sagen, ich spiele das natürlich hier. Ist natürlich immer so meine Hauptentschuldigung. Ich spiele das natürlich hier auf dem Emulator, weil es das für mich besser ist zum Aufnehmen. Aber ich habe das Spiel natürlich jetzt hier dank der Cartridge auf meinem Gameboy spielen können. Und da ist die Steuerung natürlich immer alles etwas knackiger als hier. So. Ich gucke mal, ob ich euch vielleicht noch den Boss zeigen kann. Hier haben wir noch eine weitere Waffe, ne? Die fällt sich wieder so ein bisschen anders. Fliegt auch so ein bisschen. Aber halt nicht so einen großen Bogen. Das heißt, es ist kontrollierbarer. Genau, es müsste der Boss sein. Aber da ich hier ein bisschen nicht aufgepasst habe, dürfte ich wahrscheinlich hier nicht weit kommen. Ah, okay. Ja, hätte ich mehr aufgepasst. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck über das Spiel bringen können. Wie gesagt, als der Knackpunkt für mich ist halt so ein bisschen der Sound. Wobei es halt auch schlimmer gehen würde. Ansonsten knackiges Gameplay. Ist nicht so einfach und thematisch auch alles sehr schön aufgebaut. Also wenn ihr Bock habt, 22 Euro ist nicht die Welt, holt euch die physische Version, würde ich euch wirklich empfehlen. Oder holt euch mal die ROM zum Anspielen und gebt die mal ein bisschen ein kleines Trinkgeld. Da kann man ja bei itch.io das immer auswählen. Ansonsten, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.